geile Scheiße. So, hallo zu einem neuen Let's Play von mir, Patze. Und zwar kurz eingeschoben dieses Mal. Patze Stunts The Game. Ja, das Spiel zu Patze Stunts von Patze Stunts. Rund um Patze Stunts. Und zwar einfach nur mal so, weil viele fragen, wo der Sinn in diesem Spiel liegt und welches Ziel es gibt. Es gibt kein festgelegtes Ziel bei diesem Spiel. Und es ist einfach nur eine Art Minigame. Ich will kein Tutorial. So. Okay. Und zwar einfach nur, um etwas, ein kleines bisschen zu zeigen, was es für Möglichkeiten im Spiel gibt. Man kann hier rennen und springen mit der Shift-Taste. Man kann, wenn man gleich hier runter geht, eine Quest erfüllen. Beziehungsweise kämpfen kurz. Das ist aber am Anfang noch relativ langweilig, weil man noch keine großen Skills hat und eigentlich nur angreifen kann. Und das ist aber auch relativ einfach im Moment noch. Also man kann hierbei eigentlich gar nicht tot gehen. Das muss schon dann gekonnt sein. Ja, was gibt es hier zu sagen? Eine. Jetzt kann man X-Kick. Ja. Ja. Weiß ich. Gut. Was es hier gibt, das ist mein Haus. Hier kann man zum Beispiel die Musik wechseln. Ich nehme mal das. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen leiser. Aber ist es nicht. Aber auch nicht so schlimm. Man kann auf jeden Fall hier kochen. Moment, was sagt sie noch? Okay, jetzt ist man bereit zum Kochen. Oh, woher wusste ich das bloß? Ich kann auch mal mit Fabi weiterspielen. Dann kann man hier halt was kochen. Mit diesem grandiosen Sound. Ich glaube, das kann ich nochmal. Man kann, was man in der Truhe gefunden hat, damit kann man alles einmal machen, einmal kochen. Drei Sachen, die es hier zur Auswahl gibt. Ich kann auch mal Level-Up-Punkte verteilen. Wie immer auf Attack. So. Genau. So. Ganz kurz.
In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal hier rauslaufen. Ein wunderbares Bild. Diese schönen Schmetterlinge. Das alles sehr, sehr beliebt. Na gut, hier gibt es noch eine Quest, aber die mache ich jetzt einfach nicht. Hier geht es zum nächsten Abschnitt der Map. Ich wollte eigentlich kämpfen. Ja, ich wollte. Bin ich jetzt hier im Schloss. Ah, ein Auto. Willkommen. Hier kann man außerdem auch noch, wenn man eine Spitzhacke hat, Steine abbauen. Wow, ein Renderjunge. Spitzhacke werde ich mir später auch mal holen. Turbo-Modus. Hier gab es, glaube ich, noch lustige Sachen. Ja, hier kann man sich ganz viele Sachen holen. Hier kann man Kartoffeln und Schinken. Was gab es hier unten noch? Okay. Hier auch nochmal schnell das in Fabis Haus reingegangen. Das gab es hier noch. Ich glaube, es ist etwas Interessantes. Nee, ich glaube nicht. Moment, wo könnte man kämpfen? Hier. So. Ich fange mal. Dem hier. So. Jetzt kann man auch Skills benutzen. Und ich sehe gerade, man spielt jetzt ja, man hat jetzt zweimal Fabi, wenn man den Charakter gewechselt hat. Das ist sehr ganz toll. Ein Klon! Juhu! Nö, dann spiele ich mit mir weiter. Moment, ich muss kurz meine Figur wechseln. So. Jetzt hat man auch einen anderen Charakter. Natürlich, wenn man alles schön einheitlich haben will, kann man natürlich mit Fabi dann noch kämpfen, mit zwei Fabi-Charakteren. Erstmal Skill benutzen hier. Bams. So, und hier jetzt nochmal angreifen? Nein! Warum? Warum? Greif doch an! Ja. Skill. So. Jetzt wärmen sich die weg. So, jetzt müssten sie aber auch gleich weg sein. Also er noch, der letzte. Parkour Ninja! Ja! Okay. Gucken, was war hier. Ein Schwertkämpfer. Der dürfte hier auch kein Problem sein.